Wir besuchen Chanta Manta. Buddhism können wir bis 20 Sekunden genau sagen. Nach diesem Sonnenuhr war die Maharaja nicht zufrieden und gebaute die große Sonnenuhr vorne. Das ist bis 20 Sekunden genau. Dies hier ist eine Sonnenuhr, die auf 20 Sekunden genau geht. Da dem Herrscher das zu ungenau war, hat er eine größere errichtet, die auf 2 Sekunden genau geht. Eine Minute ist in 3 Teile geteilt, 20 Sekunden. Die mit gelblichen Gips überzogenen Dreiecke, Kreise und Säulen aus Ziegelstein, die das Observatorium Chanta Manta bilden, stehen im südlichen Hof des Stadtpalastes. Chanta Manta wurde vom Hobbyastronomen Jai Singh II. Gebaut. Zwischen 1728 und 1734 wurden insgesamt 18 Instrumente errichtet. Obwohl der Herrscher durch Forschungsarbeiten ausländischer Astronomen und den Rat seiner Lehrer, darunter auch seiner Mutter, beeinflusst wurde, hat er etliche dieser Messinstrumente selbst entworfen. Mit ihnen lassen sich die Position und Bewegung von Sternen und Planeten bestimmen, die Zeit ablesen und sogar Voraussagen über die Intensität des Monsun treffen. Diese populärwissenschaftliche Anlage ist ein beliebter Ausflugsort und vor allem Kinder und Jugendliche werden hier durch ihre Lehrer und angestellte Führer in die angewandte Astronomie eingeführt. Diese funktioniert nur von Jasur. Diese Instrumenten können wir Deklination Winkel ablesen. Wie viel Grad? Das Äquatorlinie, ja? Äquator? 0 Grad. 6 Monate bleibt die Sonne im nördlichen Alpen hier. 6 Monate im südlichen Alpen. Ja. Für ihn ja dann der Kreis war. Nach den vielen Erklärungen unseres Führers raucht uns nun der Kopf und wir verlassen Chanta Manta Richtung Stadtpalast.